Wir haben das Gefühl, dass unsere Initiative Unfuck the Economy das Potenzial hat, in Österreich etwas zu bewegen, etwas in den Köpfen und Herzen zu verändern. Unfuck the Economy, und da habe ich wieder gehört, was ich für böse Wörter benutzt. Und ich denke mir, Economy ist gar kein so böses Wort. Das kann man schon benutzen. Und das ist die Mission des heutigen Abends, das ist das Plädoyer des heutigen Abends. Falls jemand die Definition noch braucht, ja, was Unfuck überhaupt bedeutet, es bedeutet eigentlich nur to correct or fix a mistake or problem. Unfuck the economy, können wir die Wirtschaft fixen, können wir die Wirtschaft hacken? Vielleicht. Diese BWL-Bubbles, in denen ich mich bewege, da gibt es nicht viel Raum für solche Themen. Und ich glaube, wenn wir da bei den Jungen ansetzen, dann ist damit schon viel getan und dann kann sich die Wirtschaft auch ändern. Wir leben heute, wie das heute schon ein paar Mal gesagt wird, in der coolsten Zeit, in der wir je gelebt haben. Österreich ist so reich wie noch nie zuvor. Also jeder kann heute alle möglichen Dinge auch in Österreich ausprobieren, wenn man die Personen in den Sinn nur stärkt, dass sie sich das auch zutrauen und in kleinen Schritten größere dann raus werden. Wir werden alle gechallenged sein, ich muss für meine Kinder und Enkelkinder was tun und kann das auch machen. Mir ist relativ egal, wie sie es tun. Das will ich keinem Unternehmer vorschreiben. Darum waren die Werte Freiheit, Eigenverantwortung. Aber mit dem richtigen Rahmen, wir müssen sie nur inspirieren, leidenschaftlich, tief in die Augen schauen, das Glitzern in den Augen irgendwie hervorkitzeln und dann schreien, yes, we come.